bei der größten Roadshow aller Zeit. Ja. Das ist ein Halle-Nibison Softail 1988. Ich habe erst einmal Pipe selber gebaut. Kai Landgraf aus Sonneberg, erster Platz in der Kategorie Touring. Ihr habt die Bikes bewertet, ein Drittel ist dann eine Jury und wenn ein Bike natürlich sehr spät in die Show kommt, dann gibt es schon ein paar Stimmen von den Zuschauern. Die Jury bewertet ganz zum Schluss. Gebaut, den Anhänger dazu, der Anhänger ist Bayer 1967, stammt aus der Tschechei. Als Vorreiter und das hier wäre mit Sicherheit gerade absolute Hammer-Exemplare auf der Kategorie. Nicht weiter, dritter Platz, was lasst ihr lange? Schöne Arbeit habt ihr da gemacht, vor allen Dingen von vorne bis hinten wirklich absolut stimmig und das hat die Jury auch gesehen und dafür gibt von unserem Girl hier Tore dann einzustellen, aber der Erik Juhl, wie gesagt, ist ja schon wieder dabei, hat da so eine Idee gehabt, der darf nicht. Endlich wieder Gummi. Wir haben den Duft schon ein bisschen vermisst, jetzt haben wir... Zum Abschluss kommen noch ein von Porsche entwickelt worden. Das war schon viel, viel früher. So geht die Motor. Ja. Sind wir rausgeschoben, ne? Ja, so ist es. Ja. Also bin ich im Endeffekt. Wow. So, ganz stolz sind wir es entgegen. Wird aber noch ein bisschen rot dabei, ne? Die Engländerin sieht sich schon mal, wie die Kriegen machen.
880 PS und 6,5 Liter Hubraum. Und natürlich auch hier der Applaus für den Sascha Bitter. Ja. Ja. Aber dafür hat er wieder NEM Funnycar. Festen Anzug an und natürlich den Helm. Und jetzt kann er euch hören. Das Einzige, was ich machen wollte, und irgendjemand noch auf die Idee kommt, und heute dann gut irgendwo hin hat, dann wollte ich nicht. Show!